Frisches. Hey Leute, was geht ab, Boys? Und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Und heute gibt es erneut die Panini FIFA World Cup 2018 Sticker Kollektion. Wieder 5 Tüten, weil ich kann nicht genug kriegen. Ich würde die am liebsten täglich öffnen. Ich öffne sie auch bald täglich in der Serie Let's Collect. Die wird starten, sobald ich das Hardcover-Album habe. Habe ich das Hardcover-Album am Start, nehme ich gleich auf, Jungs. Dann nehme ich gleich auf, Jungs, Mädels und Skywalker, weil ich bin heiß, die Sticker einzukleben. Ich bin heiß, meine eigenen Sticker einzukleben, das heißt eigene Mappen-Updates. Aber es gibt auch Let's Collect. In der Serie Let's Collect, kann ich jetzt schon sagen, habt ihr sicherlich schon mitbekommen, werde ich so lange sammeln, bis das Album voll ist. Und das vollständige Album werde ich dann an euch verlosen. Ist das nice oder ist das nice? Das ist super nice, oder? 5 Sticker-Tütchen sind hier am Schlüssel. Und die öffnen wir heute. Die öffnen wir heute, weil ich, Leute, ich bin heiß. Ich bin so richtig im Hype. Ich möchte hier einfach täglich die Sticker öffnen. Wir haben das Stadion von Mordovia, von Saransk. Und das Stadion heißt Mordovia Arena. Passen 44.000 Zuschauer rein. Alles klärchen. Stadionsticker sind auch nice. Die könnten auch so, meinetwegen hätten die Stadionsticker auch glitzern sein können. Kombarov, 2 Russen im Pack hier. Fedor Smolov, Lasse Schöne und Hiroki Sakai. Das erste Pack war so lala. Vielleicht ziehen wir ja Ronaldo oder Messi. Also Messi habe ich glaube ich zweimal gezogen und Ronaldo noch nicht einmal. Also Ronaldo kann hier noch gerne kommen. Al-Shamrani, Cueva, Glitzer-Sticker ist am Stissel. Und die Engländer sind ja auch das erste Mal mit einem richtigen England-Trikot unterwegs, ne, bei der Sticker-Serie. Weil Panini hatte vorher nie die Rechte und jetzt haben sie die Rechte der England-Trikots oder von den Engländern, sage ich mal, Kai Walker. Und das sieht doch einfach geil aus, anstatt so ein, ja, normales Bild mit weißem T-Shirt. Also so sieht das viel, viel cooler aus in meinen Augen. Und dann haben wir noch hier bringt Lozano, den Mexikaner. Nächstes Tütchen, drittes Back. Reiß ich auf, wie viele Tütchen habt ihr schon geöffnet? Das könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Hakimi, Thiago Silva, TS, Tingle Tangle Bob. Und da ist der Deutsche, da ist ein Deutscher. Da ist Milligan Mesut Özil. Mesut Özil, richtig, richtig nice. Jungs, der nächste deutsche Sticker hier, der am Start ist. Und das ist natürlich perfekt. Ihr wisst, was ich mache, ne? Also, oder ich mache so, dass Özil in der Mitte ist. Obwohl, ne, so sieht es geil aus, wenn ich das so hier halte. Tada! Özil! Nice! Mesut Özil. Und dann haben wir Sad Eldin Samir, den Ägypter. Vorletztes Tütchen. Vielleicht sehen wir ja noch einen Deutschen. Erstmal hier den Krieger, Ratja Nainggolan. Den Krieger, den Zerstörer, Polen, Mannschaftsfoto. Raza Ayan von Iran, Hector Herrera und Ivan Strinic. Letztes Päckchen für heute. Aber es wird noch massenhaft Sticker hier auf meinem Kanal geben, Jungs. Das macht euch mal keine Sorgen. Alexander Erokin, Robert Lewandowski. Lewandowski, Lewandowski. Oh mein Gott. Ist das nice oder ist das nice? Wenn der Autofokus jetzt noch den guten Robert Lewandowski scharf stellen würde. Leute, das ist so heftig. Lewandowski Özil. Kann man mal mauken, ne? Kann man mal mauken. Lewandowski, dann haben wir hier Badri, Kim Jong-won und David Silva. Hashtag Glatzi. Und das war's, Jungs. Das war's hier mit dem heutigen Unboxing der BM-Sticker. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Mein Akku ist jetzt hier gleich leer von der Kamera. Hier blinkt schon. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.